Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. The Legend of Zelda. Links. Nein, nicht Link's Awakening. A Link to the Past. Ja. Vorab erstmal, sorry, dass gestern kein Video kam. Das lag ganz einfach. Warum ist das in der Aufnahme so kontrastreich? Hä. Naja, das lag ganz einfach daran, ich hatte gestern die beiden Parts aufgenommen, also Zelda und Pokémon, und hab dann im Nachhinein aber festgestellt, dass erstens meine Audiospur fehlte, warum auch immer, mein Mikrofon wurde gestern nicht von OBS angenommen, und ja, warte mal, haben wir schon gemacht, ne? Ne, hatten wir nicht. Hatten wir nicht schon? Nee, hatten wir nicht. Nee, gar nicht. Das hatte ich... Warte mal. Ich mach das jetzt kurz. Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles schon gemacht hatte und was nicht. Und das ist, ja, verwirrend. Das machen wir danach. Das machen wir danach. Wir gehen jetzt... Gut, nehme ich, du Halsabschneider. Hä? Okay. Ja. Audiospur fehlte von mir. Ich weiß nicht, warum OBS mein Mikrofon nicht erkannt hatte. Ich habe das auch während den Aufnahmen halt einfach echt nicht gemerkt. Und ja, ist ein bisschen doof gelaufen, aber was soll ich machen? Kann ich jetzt nicht ändern. Und ja, ich hatte gestern halt keine Zeit mehr, um noch weiter aufzunehmen, weil ich gestern noch einiges zu tun hatte. Und ja. Ja. Deswegen kommen heute die Folgen und ich weiß halt schon, ich habe diesen Teil hier jetzt einfach schon einmal aufgenommen. Ist ein bisschen kacke, aber was soll ich machen? Kann ich leider nicht ändern. Hier ist ein Herzteil drin. Und sogar gleich ein ganz neuer Herzcontainer. Oh, nice. Nice. Aber der zweite Palast ist schnell zu machen. Der geht richtig schnell. Ich weiß nicht. Ich meine, der erste war jetzt auch nicht unbedingt. Der hat auch nicht unbedingt lang gedauert. Und der dritte dauert, glaube ich, auch nicht lange. Also, ich meine, allein die. Ich glaube, die ganzen Paläste allgemein hier dauern nicht unbedingt lange. Aber egal. Ja, wenn wir jetzt nochmal raufklicken würden, würde das hier stehen. Ja, wisst ihr, was ich meine? Ja, wenn wir jetzt das Buch benutzen. Sprich vor dieser Steinplatte einen Wunsch aus. Wirst du erhört, öffnet sich der Weg. Oh, ich will Döner. Ich hab Hunger, ich will Döner. Gib mir Döner. Und ganz viel Kaffee. Oder beweg halt einfach diese Steinstatuen. Okay. Krieg ich halt keinen Kaffee und keinen Döner. Und dieser Geier nervt ein bisschen. Haben wir ihn getroffen? Hä? Okay. Gut, ja, wir sind jetzt im zweiten Palast und wir müssen, jetzt... Nein, verdammt, daneben geworfen. Ja, ganz normal erstmal hier durchgehen. Oh. Ich hasse diese Viecher. Und zwar hier oben links erstmal hin, denn hier ist ein Schlüssel. Den brauchen wir. Oh Gott. Yeah. Ja, den brauchen wir gleich, um eine Tür zu öffnen. Da hinten rechts nämlich irgendwo. Vorher gehen wir aber hier rein und drücken hier den Schalter. Damit wir die Karte bekommen. Und Pfeile. Zack, zack, yeah. Und den will ich auch nochmal besiegen. Komm. Ups. Komm, 5 Pfeile brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Gut, dann müssen wir jetzt nach hier unten rechts. Da oben ist nichts. Der Raum ist komplett leer. Du kommst da rein, die Tür schließt sich, musst ein paar Gegner besiegen, kannst wieder raus. Ohne, dass du irgendwas zur Belohnung kriegst oder so. Ich weiß nicht, warum die den Raum eingebaut haben, aber es ist so. Hier haben wir jetzt den Kompass. Oh Gott, aua. Und... Jetzt müssen wir hier hin. Verdammt. Ich dachte, das funktioniert. Und ja, wir bekommen den großen Schlüssel.
hier schon. Das ist ziemlich früh. Ja, ich weiß. Wie gesagt, der Dungeon ist auch echt richtig kurz. Das ist verdammt, verdammt kurz. Ich weiß auch nicht warum, aber er ist einfach echt verdammt kurz. Das ist total krass. So, dann zack. Hier rüber. Und jetzt dort links rein. Denn dort bekommen wir etwas Schönes. Erstmal auf den Schalter klicken. Oh Gott. Und hier ist die große Truhe. Seid ihr bereit? Patz! Yeah, du hast den Krafthandschuh. Spürst du die Kraft in deinen Händen? Du kannst. Jetzt kannst du Steine aus dem Weg räumen. Ja, jetzt können wir. Erstmal aufpassen, genau. Jetzt können wir diese Steine hochheben. Die ganz normalen. Die hellen Steine. Die hellen kleinen und die hellen großen Steine. Die dunklen können wir leider noch nicht hochheben. Aber egal. So, dann erstmal das hier nach unten schieben, dann öffnet sich die Tür und wir bekommen hier ein paar Feen. Haben wir? Ich glaube aber, unsere Feen sind voll, oder? Ja, genau. Okay, gut. Dann schnappe ich mir nur eine für so mit. Für so unterwegs. Einfach mal so. Gott. Ja, jetzt kommen wir aus dem Dungeon raus. Können erstmal nach hier unten laufen. Denn hier gibt es noch ein weiteres Herzteil. Yeah. Und jetzt können wir hier weiter lang gehen. Jetzt können wir auch diese Steine halt hochheben. Zack. Zack. Und jetzt müssen wir das hier bewegen, genau. Die Seite diesmal. Nicht wieder links, sondern rechts. Und jetzt hier den Schlüssel holen. Und müssen dieses Plattenrätsel zum Glück nicht machen. Oh, ich hasse diese, naja, nicht Rätsel, aber dieses Plattenscheiß, diesen Plattenraum. Fliegende Platten. Fliegende Bodenplatten. Ich weiß nicht, das ist ja der Hass eines jeden Zelda-Gamers, glaube ich. Nein, nein, zack. So. Hier müssen wir uns jetzt doch einfach wieder durchkämpfen. Aua. Zack. Hier ist ein Schlüssel. 20 Rubine. Aua, schön. Oh Gott. Au. Schnell hier hoch. So, dann haben wir hier, ich glaube oben rechts. Ja, dann war das oben rechts, genau. Oben rechts ein Schlüssel. Können hier durch. Oh Gott. Und müssen jetzt erstmal diesen Typen hier besiegen. Lampe nehmen, genau. Zack, zack, zack und zack. So. Und ja, dadurch schiebt sich halt die Wand und dort ist der Bossraum. Jetzt noch schnell voll heilen, voll was auch immer und den Bosskampf machen. Ich habe im letzten Part, also bei der letzten Aufnahme, versuchten Aufnahme, so verkackt bei diesem Boss. So oft wurde ich getroffen. Ja, dein Ernst. Daneben. Ich. Nee, dein Ernst. So getroffen. Und nochmal getroffen und. Nein. Aua. Oh, ich krieg. Was ist das denn? Ich krieg mich nicht gedreht. Ohne Scheiß nicht. Also, mein Schlag in die Richtung krieg ich nicht gedreht. Auf dem Gameboy damals war es leichter. Es liegt vielleicht daran, dass ich halt echt mit dem Xbox-Controller spiele. Ist vielleicht nicht die beste Idee, das Spiel damit zu spielen. Oh Gott. Oh. Okay. Ha! Zack. Zack. Nein, zack. Okay. Aber wir kommen schon mal ganz gut voran hier. Ja, nice. Die erste Raupe ist besiegt. Okay. Ha! Okay. Das könnte... Na, das klappt ganz gut. Nice. Komm, kann die nächste jetzt auch mal besiegt sein? Okay, die letzte, die vorletzte ist besiegt. Jetzt kommt die letzte und besiegt. Schöne Sache, Leute. Wir haben es geschafft. Sammeln uns das Herz ein und holen uns die nächste, das nächste Amulett. Zack. Yeah. Ha, schön. Du hast das Amulett der Stärke errungen. Dein Ziel ist greifbar nahe. Nun, hol dir noch das dritte. Werde ich machen, aber vorher werden wir jetzt noch ein wenig Zeit questen.
Denn wir haben jetzt ein bisschen was zu erledigen, jetzt wo wir Steine hochheben können. Ja. Wieder raus aus der Wüste. Ich hasse diese Wüste. Es ist so nervig, in dieser Wüste rumzulaufen. Allein durch diese Geier. Schlimme Viecher. So, da oben in der Höhle ist nur eine Fee. Und, ja, wir können jetzt diese Steine hier hochheben. Ah, zack, und hier drunter ist ein Geheimgang. Und hier kann man sich rein theoretisch unendlich Geld farmen. Weil, ja, das Geld in dieser Version, ich weiß nicht, ob es in der GBA-Version auch so ist, aber in der SNES-Version, wie ihr seht, hier drunter ist Geld. Und wenn man rausgeht und wieder reingeht, ist da drunter wieder Geld. Ich suche die Höhen östlich des Südersees, da gibt es eine Seltenheit zu finden. Cool. Mach ich. Ja, wenn ich jetzt wieder reingehen würde, würde ich wieder Geld darunter finden. Ja. Diese Steine hier können wir noch nicht hochheben, die dunklen. Wir können nur die hellen heben. Für die dunklen, ja, das dauert noch ein bisschen. Das dauert noch ein ganz kleines bisschen länger. Gut, ich war der Meinung, ich habe das hier schon gemacht, aber okay. Vielleicht habe ich das auch gestern in der anderen Aufnahme, also gestern in der Aufnahme gemacht. Aber bevor ich in den Tempel ging. Ich weiß es nicht genau. So, auf jeden Fall können wir hier rein und, ja, wie ihr gerade gesehen habt, man kann hier unten einfach lang gehen. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder ob das einfach ein Bug ist. Aber man kann es. Eigentlich muss man die Viecher, glaube ich, mit den Bomben erledigen. Aber was soll's. Und hier befindet sich ein Dieb. Mit einmal 3 Bomben, okay. 20 Rubinen, schön. Nochmal 20 Rubinen und 10 Pfeilen. Und wenn wir ihn anquatschen, ja, das muss aber unter uns bleiben, verstanden. Ja, 300 Rubine, Leute. Jetzt fehlt uns noch ein Rubin. Und dann haben wir volle Rubine. 999 ist mal wieder das Maximum. Uiuiuiui. Okay, ja, aua. Das war schlau. Nein. So. Ja, wir können jetzt weiter hier oben noch etwas erledigen. Und zwar können wir uns ein Item holen. Ja, wenn wir hier jetzt reingehen, ich kann es euch mal kurz zeigen, dann kommen wir zu einer Feenquelle. Geht das hier auch? Ich glaube, das ist nicht gewollt. Ich glaube, man kann unten einfach immer lang gehen. Bei sowas. Ah, okay, wir kommen hier an eine Feenquelle und wenn wir jetzt hier lang gehen, sehen wir eine Truhe. Aber wir können die Steine alle nicht verschieben. Aber das ist doch kein Problem, Leute. Das ist doch kein Problem. Denn ja, hier kann man eine Bombe legen. Den Stein kann man noch hochheben. Ich habe das in der letzten versuchten Aufnahme vor dem Palast gemacht, weil da habe ich den Stein noch nicht hochheben können. Weil ich das Item noch nicht hatte. Ja. Wir bekommen hier den Eisstab. Nice. Er ist, glaube ich, eher nur einmal zu gebrauchen, glaube ich. Ich glaube, du musst ihn nur einmal benutzen. Aber, ja. Und hier drunter ist wieder ein Dieb, soweit ich weiß. Der gibt dir wieder Geld. Halt, aber wir brauchen gerade kein Geld. Wer jetzt erwartet? Dein Ernst, aua. So. Okay, das war gut. Ja, wir gehen jetzt erstmal. Wo gehen wir hin? Wir gehen jetzt erstmal in den Wald. Ja. In den Wald. Denn da können wir erstmal ein Herzteil holen. Und außerdem noch ein Pilz. Und den Pilz brauchen wir. Wir könnten hier auch noch schon ein Herzteil holen. Ne, können wir gar nicht, glaube ich. Doch, könnten wir. Wir könnten hier schon ein Herzteil holen, aber das müssen wir später sowieso einmal machen. Also mache ich das später. Da oben war nur eine Feenquelle, genau. Ich überlege gerade im Kopf nochmal so. Ja, da versuchen wir es mal bildlich vorzustellen, wo nochmal überall irgendwas war. Ich bin mir dann nämlich gar nicht mehr so ganz sicher. Es ist Ewigkeiten her, seit ich das Spiel gespielt habe.
Dim, 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 dim. Nee. Erstmal können wir, glaube ich, soweit nichts mehr richtig holen. Wie gesagt, wir können uns jetzt schnell einmal, ja, das nicht machen. Einmal ein Herzteil im Wald holen und den Pilz. Den Pilz, ja, den Pilz. Und dann noch da ein Herzteil, da ein Herzteil. Warte, da ein Herzteil? Ich glaube schon. Dann können wir uns das noch holen. Ja, also das packen wir, glaube ich, jetzt gar nicht mehr in dem Part. Das packen wir, glaube ich, gar nicht mehr in dem Part. Ich hoffe, die Aufnahme laggt nicht. Kommt mir nämlich gerade so ein bisschen vor. So vor. Gut, ja, da haben wir gerade ein Herzteil gefunden. Wir mussten halt, ja, war es ziemlich auffällig, dass man da den mittleren Busch zerschneiden muss, um runterzufallen. Auf jeden Fall können wir hier jetzt noch den Pilz holen, genau. Pilz, schöne Sache. Dann können wir hier weiter eigentlich nichts machen. Oh mein Gott, das Master-Schwert, Leute, das Master-Schwert. Ja, hurra, das Master-Schwert, nein. Doch nicht, schade. Das ist nur eine Attrappe, ja genau. Attrappe, Mann. Schade. Putz. Okay. Ja, Master-Schwert. Yeah. Da können wir soweit erstmal nichts machen. Dort rechts geht es zum... Hier geht es zum dritten Palast. Aber das machen wir noch nicht, denn wie gesagt, ich werde erstmal noch ein paar Sachen erledigen. So, erstmal können wir das kaputt rennen, rammen, was auch immer. Und uns jetzt hier ein weiteres Herzteil holen. Jetzt fehlt nur noch eins. Oh, schön. Eins fehlt nur noch, das ist super. Gut, dann können wir hier auf dem Friedhof, könnten wir schon was machen. Ist aber eher unnötig. Ja, bringt uns erst nichts. Da ist nur eine Feenquelle. Und wir müssen jetzt erstmal hier lang. Und zwar zu dem Hexenhaus gehen. Und der lieben Frau den Pilz geben. Hey, danke, junger Mann. Geh gleich bei dem Magieshop, da bekommst du etwas Gutes. Okay. Hi. Der rote Trank ist das Lebenselixier, der grüne Zauberelixier, bla 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 bla. Ja, wie wär's mit dem Schluck des roten Elixier gratis? Ja. Ja, aber ich krieg doch... Circa sagt, ich krieg was Schönes. Gib mir was. Okay. Kriegt man nicht eigentlich das Pulver jetzt von ihr? Ja, dann geh gleich mal in den Magie-Shop, ja. Hä? Das ist ja gemein. Zö? Na, wir können jetzt auf jeden Fall auch hier lang gehen. Und, nein. Batz. Das kaputt rammen. Und was machen wir noch diesen Part? Ja, das machen wir noch in diesem Part. So, erstmal noch hier entlang. Nach hier oben. Denn hier ist Soras Reich. Und was bekommt man meistens bei Soras Reich so? Oder was macht Sinn, was man hier bekommen könnte? Richtig, die Schwimmflossen. Und die holen wir uns jetzt auch. Einmal hier rein, dann hier lang. Genau. Zack. Und hallo. Hi. Willst du was von mir? Ich möchte Schwimmflossen. Haben wir nichts zu verschenken. Schwimmflossen kosten ein paar. Oh Gott. Ja, ich zahle 500.
Ja, Schwimmflossen aussehen, gestatte ich dir, Wasserwege zu benutzen. Ja, alle Seen und Flüsse sind miteinander verbunden. Tauche in die Strudel ein. Wo du allerdings dann landest, musst du selbst rausfinden. Okay. Ja, okay. Kann ich mitleben. Wir haben jetzt auf jeden Fall die Schwimmflossen und wir können schwimmen. Yay. Super, ne? Und bevor wir da jetzt weiter runterspringen, holen wir uns erstmal hier ein Herzteil. Zack. Und machen noch einmal eine Kleinigkeit in diesem Part. Denn wir können jetzt unser Schwert und unser Boomerang verbessern, glaube ich. Genau. Das ist auch das Einzige, was wir, glaube ich, verbessern können. Dim, dim, dim. Dim, dim, dim. Dim, dim. So, genau. Hinter diesem Wasserfall ist nämlich ein Geheimnis. Und hier können wir... Achso, müsste ich gar nicht auswählen. Genau, wir können hier etwas hineinwerfen. Oh, den Bogen wollte ich jetzt nicht reinwerfen. Ah, ja, hab ich. Immerhin warst du ehrlich. Wirf ihn ganz weit mal hinein. Ja, okay. Kann ich nochmal? Oder muss ich dafür raus wieder reingehen? Nein, okay. Ich werfe etwas. So, warten. Danke. Boomerang! Hast du was geworfen? Ja. Wenigstens bist du ehrlich. Das mag ich. Dafür schenke ich dir etwas Besseres. Ja, jetzt bekommen wir den zweiten Boomerang. Yeah. Und ja, er wirft sich... Er fliegt schneller und er fliegt weiter. Und jetzt noch schnell. Einmal. Und er ist rot. Das Schild reinwerfen, genau. Ich glaube, wenn wir das Schwert reinwerfen würden, würden sich unsere Herzen auffüllen. Wenn ich bin ehrlich, das mag ich. Hier, was Besseres. Yeah. Zack, das zweite Schild. Das könnte man sich auch irgendwo kaufen, aber... Ja, so bekommt man es halt einfacher. Gut, Leute, dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.